Gastland der Buchmesse ist dieses Jahr ja bekanntlich Indien. Dort hat ein junger Zeichner ein neues Zeitalter des Comics auf dem Subkontinent eingeleitet. Sarnath Banerjee legte mit Corridor den ersten illustrierten Roman Indiens vor. Zurzeit arbeitet Banerjee als Stipendiat auf Schloss Solitude in Stuttgart. Ein Porträt. Zeit im Raum einfrieren, das ist seine Leidenschaft. Sarnath Banerjee, 34, geboren in Kalkutta, Comic-Künstler. Mit Gespür für Andeutungen, Tempowechsel. Aus schwarzer Tusche wachsen expressionistische Striche, Bilder, Collagen des modernen Indien. Dort erscheint demnächst seine zweite Graphic Novel, eine Art illustrierter Roman. Banerjees Erfolg verschafft dem Medium einen Höhenflug auf dem Subkontinent. In dem Moment, wo dich einer fragt, was soll ich bei dem Comic zuerst lesen, den Text oder das Bild, weißt du, der Kampf ist verloren. Text und Bild sind in einer kreativen Spannung miteinander verzahnt. In dieser Spannung entstehen andere Erzählungen. Corridor, seine erste Graphic Novel, sorgte letztes Jahr in Indien für Furore. 2006 erschien der Band auch in Frankreich. Eine surreale Entdeckungsreise durch den Großstadtdschungel, voller Stereotypen, Mythen und Moral im postkolonialen Indien. Corridor ist wie eine Landkarte meiner Existenz, aber nicht autobiografisch. Es geht um Menschen, die ich kannte oder dachte zu kennen. Oder um Menschen, die es nicht mehr gibt, weil Indien sich so verändert. Corridor spielt in Delhi, Sarnath Banerjees Heimatstadt. Hier hat er kürzlich auch seinen Comicverlag Phantom Will gegründet. Wir werden noch von ihm hören, denn Banerjee ist Erzähler aus Leidenschaft und er zeichnet schneller als sein Schatten.